können und gar mit Fleiß und Schick ausgemauert. Und da ging eine Straße mit zwei eisernen Leisten daher und schnurgerade in den Berg hinein. Mein Pate stand lange schweigend da und schüttelte den Kopf. Endlich murmelte er: Jetzt stehen wir da. Das wird die neumodische Landstraße sein. Aber da loben ist's, dass sie da hineinfahren. Kalt wie Grabesluft wehte es aus dem Loch. Weiterhin gegen Spital in der Abendsonne stand an der eisernen Straße ein gemauertes Häuschen. Davor ragte eine hohe Stange, auf dieser baumelten zwei blutrote Kugeln. Plötzlich rauschte es an der Stange und eine der Kugeln ging wie von Geisterhand gezogen in die Höhe. Wir erschraken bass. Dass es hier mit rechten Dingen nicht zuginge, war leicht zu merken, doch wir standen wie festgewurzelt. Pate Jochem, sagte ich leise, hört ihr nicht so ein Brummen in der Erde? Ja, freilich, Bub, entgegnete er, es donnert was. Es ist ein Erdbeben. Da tat er schon ein kläglich Stöhnen. Auf der eisernen Straße heran kam ein kohlschwarzes Wesen. Es schien anfangs still zu stehen, wurde aber immer größer und nahte mit mächtigem Schnauben und Fustern und stieß aus dem Rachen gewaltigen Dampf aus. Und hinterher, Kreuz Gottes, rief mein Pate, da hängen ja ganze Häuser dran. Und wahrhaftig, wenn wir sonst gedacht hatten an das Lokomotiv, wären ein paar steiler Weglein gespannt, auf denen die Reisenden sitzen konnten, so sahen wir nun einen ganzen Marktflecken mit vielen Fenstern heranrollen. Und zu den Fenstern schauten lebendige Menschenköpfe heraus und schrecklich schnell ging's und ein solches Brausen war, dass einem der Verstand stillstand. Das bringt kein Herrgott mehr zum Stehen, fiel's mir noch ein. Da hub der Pate die beiden Hände empor und rief mit verzweifelter Stimme: Jesus, Jesus, jetzt fahren Sie richtig ins Loch. Schon war das Ungeheuer mit seinen 100 Rädern in der Tiefe. Die Rückseite des letzten Wagens schrumpfte zusammen. Nur ein Lichtlein davon sah man noch eine Weile, dann war alles verschwunden. Bloß der Boden dröhnte und aus dem Loch stieg der Rauch.